Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Lars Stindlfeld für den Rest der Saison aus Urheberrecht. Getty Images Mönchengladbach. Gladbachs Kapitän wendet sich nach seiner Operation am gebrochenen Schienbein über Social Media an die Öffentlichkeit und bedankt sich für die vielen Genesungswünsche. Kapitän Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach hat sich nach seiner Operation am gebrochenen Schienbein optimistisch gezeigt, OP gut überstanden. Jetzt steht erstmal Reha auf dem Programm, aber das kriegen wir schon hin. Drücke den Jungs die Daumen für die letzten Spiele, schrieb der 30-Jährige am Montag in den sozialen Netzwerken. Stindl war noch am Samstagabend in Hannover operiert worden, wo er sich kurz zuvor bei einem heftigen Zusammenprall mit 96 Abwehrspieler Matthias Ostscholek schwer verletzt hatte. Punkt. Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Mönchengladbach bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige. Ein riesiges Danke für die unfassbar vielen Nachrichten, schrieb Stindl, der vermutlich mehrere Monate ausfallen wird.